liebe Mediziner, Sie wissen aus Ihrer alltäglichen Praxis, dass Herzbluten was ganz Gefährliches ist. Und mir persönlich blutet mein Herz ganz besonders. Wir haben in der Gemeinde Helbe-Dühndorf eine Arztpraxis gebaut vor 2 Jahren, nagelneu errichtet, weil wir die Chance hatten, mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammen hier eine Arztstelle wieder in unser Helbe-Dühndorf zu bekommen. Leider ist es aus persönlichen Gründen nicht geglückt, die Ärztin, die sich hierfür bereit erklärt hat, zu halten. Und jetzt sind wir wieder auf der Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin, die sich hier in unseren neuen Praxisräumen niederlassen möchte. Das geht als Teilzeitstelle, das geht aber auch als Vollzeit in der Zusammenarbeit mit der Stiftung Kassenärztliche Vereinigung Thüringen oder eben auch gleich von Anfang an als Selbstständige hier bei uns zu praktizieren. Ich habe es gesagt, die Praxis ist nagelneu, vor 2 Jahren errichtet, komplett eingerichtet, alle Technik ist da. Sie können sofort von heute auf morgen hier starten in den Räumen. Wir haben 2 Praxisräume, wir haben eine Toilette für Patienten mit Behinderung, wir haben Laborräume, wir haben auch das EKG extra für Sie vorbereitet. Es gibt einen wunderschönen Empfang und auch ein Wartezimmer, das sehr ansprechend ist. Schauen Sie doch selbst hier vorbei bei uns und lassen Sie sich überraschen, was hier im Helbe-Dühndorf bei uns in Holztalheim so alles möglich ist. Ja, vielleicht noch mal ein paar Fakten zum Gebäude. Das Gebäude ist vor 2 Jahren gebaut worden. Wir haben eine Grundfläche von ungefähr 120 Quadratmetern, in mehreren Räumen natürlich aufgeteilt. Es ist hochenergetisch gedämmt. Wir haben eine Ständerbauweise gewählt, haben dort die Ständer komplett gedämmt. Es ist 20 cm Dämmung in diesen Ständern und nochmal 6 cm außen drauf. Das heißt, wir haben so gut wie keine Energieverluste. Und on top kommt noch in den nächsten Jahren hier eine Photovoltaikanlage aufs Dach, die auch die Energieautarkität dieses Gebäudes gewährleisten soll, sodass Sie auch in den Fixkosten an diesem Gebäude relativ wenig Geld einbringen müssen. Mir steht jetzt der Bürgermeister vom Helbe-Dühndorf, Herr Jörg Steinmetz. Herr Steinmetz, warum ist es so wichtig, dass hier im Helbe-Dühndorf eine Arztpraxis ist? Helbe-Dühndorf ist eine große Gebietskörperschaft mit 6 Ortsteilen, mit 100 Quadratkilometern Ausdehnung. Also sehr kleingliedrig von der Struktur her. Und die Einwohner haben mit Schließung der Arztpraxis, die bis 2018 hier vor Ort war, natürlich dann auch weiter Wegstrecken hinnehmen müssen, um dort zu einer ärztlichen Versorgung zu kommen. Und in den Nachbarorten zeichnet sich aus der Erdstruktur heraus auch schon ab, dass dort eine ähnliche Situation entstehen würde wie bei uns. Und aus dem Grunde haben wir natürlich auch immer als Thema im Ort die Daseinsvorsorge. Und Daseinsvorsorge schlechthin ist natürlich auch verbunden mit einer ärztlichen Versorgung, zumindest mit einer allgemeinmedizinischen ärztlichen Versorgung. Und deshalb sehen wir das natürlich als Hauptanliegen für uns an, hier wieder eine Arztpraxis zu etablieren, einen Arzt zu finden, der sich hier bei uns niederlässt, um die Notlage, so wie ich es mal bezeichnen, zu beheben und dementsprechend auch vernünftige Strukturen zu schaffen, wieder für die Zukunft. Die Praxis wird hier betrieben im Moment noch von der Stiftung Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, die den Ärzten die Möglichkeit gibt, hier erst beim Anstellungsverhältnis zu praktizieren und dann in die Selbstständigkeit entlassen zu werden innerhalb von irgendwie 2 Jahren. Wie können Sie als Gemeinde diese Ärzte unterstützen? Was können Sie anbieten? Was macht den Standort für den Arzt dann attraktiv? Ja, prinzipiell sind wir sehr dankbar dafür, dass die Stiftung Ärzteversorgung Wendlinger Raum sich damals dieser Problematik bei uns angenommen hat und in Zusammenarbeit, wie wir hier jetzt sehen, auch in kürzester Zeit ein komplett neues Gebäude entstanden ist, um dort dem Arzt die Möglichkeit zu geben, sich niederzulassen. Es ist natürlich schade, dass die Praxis zurzeit nicht mehr besetzt ist, dass die Lichter hier nicht brennen, im Gegensatz jetzt zum Augenblick. Und wir natürlich bemüht sind, so schnell wie möglich wieder hier einen Arzt anzusiedeln und wollen alles Mögliche dafür tun, was in unserem Ermessen steht. Die Möglichkeit besteht nach wie vor über eine Stiftung, um diesen wirtschaftlichen Druck von einem jungen Arzt zu nehmen, der sich dann wahrscheinlich dann in eine Investitionssituation geben würde, zu nehmen und ihm anbieten, dass wir mit der Stiftung zusammen wieder die Praxis betreiben. Oder natürlich auch, wenn jemand kommt und möchte sich niederlassen ohne Stiftung, dass wir als Gemeinde, haben wir eine örtliche Stiftung, als Stiftung dort sämtliches Mobiliar übernehmen. Und das gegebenenfalls auch, das ist mit dem Gemeinderat abzustimmen, dann für einen gewissen Zeitraum erstmal zum Anschub auch kostenfrei mit übergeben könnten, um da überhaupt eine Situation zu schaffen, dass sich jemand hier niederlässt und auch einen Patientenstamm wieder aufbauen kann, um das dann auch über Jahre wirtschaftlich zu betreiben. Das hört sich gut an. Die Risiken dafür sind dann relativ gering, dass der neue Arzt sich hier
verschuldet oder die Ärztin und die Praxis gleich von Anfang an ans Laufen bekommt, ohne finanziellen großen Aufwand. Das wäre wirklich ein großes Fund, mit dem wir hier in Gemeinde Lühndorf wuchern können. Herr Schemmitz, was hat die Gemeinde noch zu bieten, außer direkt die Arztpraxis? Was zeichnet das Helmut Lühndorf so aus? Ja, wir können neben den eventuell wirtschaftlichen Unterstützung zur Gründung hier an der Praxis natürlich vieles andere noch bieten. Wir haben für eine junge Ärztin oder einen jungen Arzt, der vielleicht auch seinen Familienmittelpunkt hier gründen möchte, einen Kindergarten direkt im Ort, die Grundschule im Nachbarort. Wir haben natürlich auch hier eine wunderschöne ländliche Gegend, also für Naturliebhaber können wir auch sehr viel bieten mit dem Landschaftsschutzgebiet Helmetal, was weit über unsere Grenzen hinaus bekannt ist. Kulturell Friedrichsrode im Ortsteil von Helmut Lühndorf, den Kunsthof, wo auch viele Aktivitäten möglich sind im künstlerischen Bereich. Also ich denke, wir können da schon viel unterstützen und natürlich auch würden wir gerne bei der Wohnungssuche dann dementsprechend auch behilflich sein. Und was erwarten Sie von dem Arzt, der jetzt hier, oder eine Ärztin, die sich hier niederlässt? Was muss sie mitbringen? Wie muss sie sich geben hier in so einem dörflichen Gebiet? Na, prinzipiell muss eine Ärztin oder ein Arzt hier im ländlichen Bereich, wir sind wirklich sehr kleingliedrig, dementsprechend offen sein für das Landleben an sich, sich der Dorfgemeinschaft auch ein Stückchen weit öffnen und vielleicht auch im Anbetracht der Situation, wie es vorher war, die Öffnungszeiten etwas anders zu gestalten, dass auch mehr an Öffnungszeiten möglich ist. Wir hatten eine sehr schwierige Situation hier mit Beginn Corona-Pandemie. Die Arztpraxis wurde mitten da rein eröffnet und waren Begegnungen im Wartezimmer nicht möglich, immer nur ein Patient, was auch relativ schwierig war. Dann musste draußen Schlange gestanden werden, auch in der schlechten Jahreszeit. Und das hat vieles dazu beigetragen, dass es auch nicht so angenommen worden ist, was man natürlich hoffen, dass, wenn sich hier jemand wiederfindet, etwas anderes läuft. Das wäre wünschenswert. Danke, Herr Scheimitz. Jetzt habe ich Sie mitgenommen hier nach Keula an unsere Grundschule. Die Grundschule ist was ganz Besonderes. Es ist eine kleine Schule. Wir als Gemeinde Helmut Lühndorf haben die vor der Schließung gerettet. Wir haben uns eingesetzt als Gemeinde, dass die Grundschule hier bei uns im Gemeindegebiet erhalten wird. Die Grundschule hat zurzeit ungefähr 50, 55 Schüler. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr kleine Klassen, um die 15 Schüler, die dort zur Schule gehen, was natürlich hervorragend ist für das Klassenkollektiv und für die Beschulung der Kinder. Die Schule sieht zwar jetzt noch nicht schick aus, aber wir haben sie gerade in einem Modellprojekt, in einem Förderprogramm drin. Die soll energetisch saniert werden in den nächsten 3 Jahren. Nächstes Jahr beginnen hier die Arbeiten, die Fenster werden ausgetauscht, die Fassade wird neu gemacht. Und dann haben wir eine moderne, neue und energetisch ertüchtigte Schule. Und das wäre natürlich was, wo Ihr Kind hier zur Schule gehen könnte. Ja, der Bürgermeister hat es gesagt, wir haben hier fußläufig von der Arztpraxis einen Kindergarten. Und wie Sie vielleicht im Hintergrund hören, bin ich gerade im Kindergarten. Der Kindergarten kann 80 Kinder aufnehmen. Im Moment sind ungefähr 65 da, also es ist auf jeden Fall noch Platz für weitere Kinder. Der Kindergarten hat eine Kleinstkindbetreuung ab dem 6. Monat und er öffnet frühs um 6 und schließt abends um 18 Uhr. Und das ist natürlich für jeden Berufstätigen Gold wert, wenn er sein Kind hier in guten Händen weiß, von so zeitigem Zeitpunkt an, so dass er seinen Tag so gestalten kann, wie er es braucht. Ja, von den Jüngsten unserer Gemeinde sind wir jetzt bei denen, die schon sehr, sehr lange bei uns in der Gemeinde wohnen. Wir sind hier in einem Pflegeheim in Holztalheim, auch fußläufig von der Praxis entfernt, ungefähr 200 Meter. Und hier wohnen ungefähr 30 bis 40 pflegebedürftige Personen, die aber noch teilweise ganz gut beieinander sind. Und die würden sich sicher auch freuen über einen Arzt, den sie noch sogar zu Fuß erreichen können. Also hier wären auch potenzielle Patienten für sie. Im Helmut Lühndorf lässt sich nicht nur gut arbeiten, sondern auch gut leben. Wir haben wunderschöne kleine Dörfchen, in denen sich wirklich hervorragend zu Hause sein lässt. Wir haben 2 Gaststätten, eine in Holztalheim, eine in Keula. Wir haben unheimlich viele Vereine, über 30 Vereine, in denen man sich verwirklichen kann. Wir haben 2 Reitvereine, wir haben 2 Karnevalvereine. Wir haben verschiedene Heimat- und Kulturvereine, in denen man sich dann auch ehrenamtlich ganz gut einbringen kann. Also auch hier zum Leben gehört nicht nur das Arbeiten, sondern auch der Spaß. Und den kann man hier im Helmut Lühndorf haben. Ja, nicht nur unsere wunderschönen Dörfchen mit ihren Fachwerkhäusern laden ein zum Bleiben, sondern auch unser wunderschönes Helbetal. Wir stehen hier am Beginn des Helbetals. Die Helbe ist ein Fluss, der namengebende Fluss, und der schlängelt sich durch ein Tal ungefähr 15 Kilometer. Hervorragend zum Wandern, hervorragend zum Radfahren, hervorragend zum sich erholen, zum Entspannen, zum Hierbleiben.
Genießen Sie das Helvetal hier bei uns im Helvedüendorf. Ja, liebe Mediziner, liebe Medizinerinnen, ich hoffe, wir haben Ihr Interesse ein bisschen geweckt für die Landarztpraxis hier bei uns im Helvedüendorf im Ortsteil Holztal-Leben. Wir würden uns freuen, wenn Sie hier am Tisch sitzen würden und würden für uns praktizieren, würden Ihre Patienten hier finden und Ihren Lebensmittelpunkt vielleicht sogar ins Helvedüendorf verlegen. Das würde uns riesig freuen und wir hoffen auf Ihr Interesse und dass Sie uns vielleicht Ihre Fragen stellen über die eingeblendete Nummer oder gerne auch per Mail. Wir sind gern für Sie da. Danke.